Erstkommunionkinder. Herzlich willkommen zur digitalen Erstkommunionvorbereitung. Auch wir als Kirche im Veedel müssen neue Wege gehen und so starten wir mit der digitalen Erstkommunionvorbereitung. Wir starten an einem besonderen Wochenende, weil an diesem Wochenende sollte ja eigentlich vor Corona eure Erstkommunion sein. Allerdings ist das jetzt nicht möglich und so gehen auch wir neue Wege. Und dieser Weg ist die digitale Erstkommunionvorbereitung und ab sofort gibt es hier wöchentlich ein Video von mir. Wir starten mit dem Wochenende, wo ihr eigentlich zur Erstkommunion gehen solltet. Und da das Ganze ein Familienfest ist, bin ich heute auch bei meiner Familie, zumindest bei meiner Mama, und freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, das ist schön, dass du gekommen bist. Und ja, ich wollte euch auch allen Hallo sagen. Genau. Wir wollen heute ein bisschen über Erstkommunion quatschen und auch so ein bisschen über die Familie quatschen. Und vielleicht erzähle ich euch ein bisschen im Voraus einmal von mir, von meiner Erstkommunion. Meine Erstkommunion ist tatsächlich schon 16 Jahre her. Und zwar fast genau 16 Jahre. Ich bin am 25.04., also da, wo die Kommunion in Josef stattfinden sollte, zur Kommunion gegangen. Und es gibt noch ein paar Bilder davon. Einmal das mit mir und ich habe noch ein bisschen länger kramen lassen und zwar gibt es noch eins von meiner Schwester. Ich habe ja eine ältere Schwester und vielleicht ist euch ja jetzt schon gerade etwas aufgefallen. Ich halte die Bilder mal nebeneinander. Und zwar haben wir beide tatsächlich das gleiche Kleid an. Es ist eine Familientradition, so wie auch die Erstkommunion ein Familienfest ist. Und jetzt würde ich dich gerne, Mama, einmal fragen, was war so für dich das Bedeutendste, was du an der Kommunion von mir und auch Agnes erleben durftest? Dass die beiden Töchter einen ganz schönen, besonderen Tag haben, dass die das alles in der Erinnerung haben und dass die, wenn die zum ersten Mal das Leib von Jesus bekommen, damit die das ganz öfter nehmen können und damit das ganz bedeutend für die beide ist. Genau, und es wurde ja ein großes Fest dazu veranstaltet und viele Freunde und Familie sind gekommen, auch Familie von weiter weg. Weißt du noch ungefähr, mit wie vielen Leuten wir gefeiert haben? Ja, das waren ungefähr so 30 bis 35 Leute, die sind alle hier gekommen und dann haben wir alles zusammen schön gefeiert. Das Wetter war auch ganz schön, hat alles wunderbar geklappt. Mhm, genau. Und aus dem Grund haben wir uns vom Seelsorgeteam entschieden, dass wir jetzt erstmal digitale Erstkommunionvorbereitung machen, so lange bis die Politik und auch unser Chef, der Kardinal Rainer Maria Welki, entscheidet, wann Erstkommunion stattfinden kann. Denn das obliegt immer noch der Obhut der Kirche. Und bevor wir aber ja, ein bisschen Zeit vertrödeln, wollen wir natürlich auch, dass auch ihr weiterkommt mit der Erstkommunionvorbereitung, sodass im Laufe der nächsten Wochen und vielleicht auch Monate, je nachdem, wie die Lage aussieht, wir ein bisschen schauen, wie wir die Beziehung zu Jesus Christus stärken können. Mama, kannst du dich noch daran erinnern, wie mein Gesichtsausdruck war, als ich das Leib Christi bekommen habe? Du warst ja auch Katechetin, so wie vielleicht auch einige von euren Eltern Katechetin sind. Weißt du noch ungefähr, wie ja, mein Gesichtsausdruck war oder wie ich mich gefühlt habe oder habe ich irgendwas Besonderes gesagt? Meistens bei dem ersten Mal dann zittern alle Kinder, weil die so ganz aufgeregt sind und das war wirklich so etwas Besonderes und den Ausdruck, wenn die Kinder später in die Bank gehen, das ist so einmalig, weil das wirklich so beim ersten Mal alles einmalig ist. Mhm. Genau, und ich habe tatsächlich das große Glück gehabt, dass ich auch weiterhin die Freundschaft mit Jesus Christus pflegen wollte. Meine Eltern haben mir den Weg gezeigt, so wie auch eure Eltern gesagt haben, ja, ich möchte, dass mein Kind eine Freundschaft mit Jesus Christus eingeht. Und du bist jetzt tatsächlich gefragt, einfach in den nächsten Wochen ab und zu schauen, was so auf der Seite ist, was auch die Katecheten vielleicht mit vorbereiten. Und so wir immer noch ein bisschen zusammen die Freundschaft mit Jesus Christus stärken können, bis wir dann tatsächlich auch alle zusammen das erste Mal ihn empfangen dürfen. Bis dahin dauert es noch ein bisschen,
Aber wir wollen euch diese Wartezeit ein bisschen überbrücken dadurch. Ich habe tatsächlich für dieses Video auch ein bisschen was rausgesucht. Und zwar ist ja die Erstkommunion ein Familienfest. Man kommt als Familie zusammen, man feiert die Gabe, die uns Jesus Christus geschenkt hat, die Liebe Gottes in einem kleinen Stückchen Brot. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns oder euch ein Brotrezept raussuchen, wo ihr vielleicht ein paar Brote backen könntet oder ein paar Brötchen und dazu noch ein Spiel rausgeben könnt, was ihr vielleicht als Familie zusammen spielen könnt. Und dass ihr so ein bisschen das Familienfest feiert und so ein bisschen als Familie zusammenwächst. Und auch wenn die Erstkommunion an dem Tag nicht stattfinden werden kann, aber so als Familie einfach ein bisschen zusammenwächst und daran denkt. Und vielleicht macht ihr auch ein Kerzchen dabei an. Ich habe dafür auch mal meine Kommunionkerze rausgesucht. Und zwar ist es diese hier. Die habt ihr natürlich noch nicht. Aber auch das kommt in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen. Also wir werden zusammen ein schönes Fest feiern können. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und ich danke dir, liebe Mama, dass du jetzt einmal mitgemacht hast, dass du das mitmachen wolltest, dass du den Kindern auch ein bisschen von meiner Kommunion erzählt hast. Und wünsche euch jetzt eine ganz schöne digitale Erstkommunion-Vorbereitung. Und ich freue mich darauf, dass wir uns bald wiedersehen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Schöne Grüße. Erzähl uns mehr, dass wir die Zeichen verstehen. Mehr, dass wir die Hoffnung sehen. Erzähl uns mehr, dass wir Gott